Willkommen zu Let's Play Yu-Gi-Oh! Duel Nexus. Heute eine sehr besondere Episode. Ich spiele heute gegen jemanden, der auf meinen Kanal aufmerksam geworden ist, also quasi ein Zuschauer, ein Interessent, wie man das so nennen will. Sein Name ist Masking Task und er hat auch einen YouTube-Kanal. Das ist also eine Art kleine Kollaboration. Diese Folge ist also quasi die normale Online-Folge, weil das ist ja auch im Grunde ein Online-Duell. Ich sollte auch erwähnen, dass dieses Duell auch von seiner Seite aus aufgezeichnet wird. Also auf seinem Kanal wird dann auch... Momentchen. Jupp, dann mache ich jetzt Max C. So, was ich sagen wollte, der nimmt es auch auf. Das heißt, auf seinem Kanal erscheint dann dieses Duell oder vielleicht andere Duelle. Wer weiß, was heute alles passieren wird. Auf seinem Kanal eben. Ja, kommt eigentlich genau richtig gerade. Weil ich brauche den ja erstmal nur einmal. Blitzsturm. Wenn er weiter so seine so richtig schicke Monster macht, dann wird das eine herbe Enttäuschung, wenn ich gleich Blitzsturm verwende. Kannst du? Okay, nichts Interessantes. Auch nichts Interessantes. Schick. Oh, hör auf. Egal. Du kannst sie aktivieren und ignorieren. Was siehst du? Zerstöre die Karte. Ey! Okay, der kann jetzt einmal Blitzsturm negieren. Das ist nicht so gut. Hab jetzt wieder Blitz, brauche ich gerade nicht. Okay, und was kannst du? Geh weg. Ich habe so viele Karten. Das ist ja gar nicht ab. Oh, so viele, glaube ich, hatte ich noch nie in der Hand. Das ist, der kann eine Spezialbeschwörung negieren. Okay, ich muss ihn erstmal ködern, dass er seine Negierung aufbraucht. Gucken. Komm, mach. 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 Scheiße. Okay, Plan B. Mano, hörst mal auf damit. Plan C. Ich habe so viele Karten, ich muss hier irgendwie alle loswerden. Und der fällt einfach nicht auf meine Dings rein. So, machen wir weiter. Alter, spiele ich Exodia oder was? So viele Karten, wie ich habe. Was ist denn los heute? Und der Spatschupatschuja. Und der macht einfach nicht das, was ich will. Okay, jetzt muss ich gucken. Und wenn ich das mache, negiert er es damit. Scheiße, negiert mich komplett. In meinem Friedhof habe ich nichts Interessantes. Hier ist auch nichts Interessantes. Na gut, ich mach's mal, damit er einfach Material verliert. Und wenn er mich angreift, bin ich am Arsch. Was? Wieso machst du den Effekt? Du musst mit dem negieren. Was machst du? Was machst du? Jetzt kann ich Blitzsturm verwenden. Und das kannst du jetzt nicht mehr negieren. Oh, das war jetzt ein Fehler. Das war ein Missplay. Zack. Der ist mit dem Dings hier negieren soll, dem Schwarzen, den da. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht zu aufgreifend werde, weil ich meine, Master Task wird das später sehen. Masking Task, sorry. Der wird das später sehen und dann ist er ganz böse auf mich, wenn ich ihn beleidige. Deshalb muss ich mich jetzt zusammenreißen. So, ich kann aber nichts machen. Okay, vielleicht wenn ich Glück habe, setz mal die Karte bitte. Vielleicht wenn ich Glück habe, spielt jetzt zwei finsternes Monster. Und dann kann ich die Karte verwenden. Warte erstmal noch. Was kannst du? Ach nö, hör auf! Ach, okay, nur einmal Push-Zug, aber trotzdem.
eine Sache. Mann, die Karte ist gut. Wie mache ich das jetzt? Scheiße, hätte ich negieren sollen. Und er ist Feuer. Manu. Effekte, den Schaden lässt sich der von LP erhalten. Ja, Effekte, aber nicht Kampfschaden. Und so richtig Effekte, die Schauerschaden machen, habe ich nicht. Das heißt, der ist eigentlich das Hauptproblem gerade. Und, na gut, okay, der hat kein Material. Das heißt, er kann seinen Negierungseffekt nicht machen. Blablabla. In dieser Karte abhängen. Ja, genau. So, sterbe ich jetzt? Ja, sterbe. Okay, das ging schnell. In 3 Runden verloren. In 3 Zügen. Und das, obwohl ihr ein Missplay am Anfang gemacht habt, hat, ich glaube, das beweist, dass mein Deck nicht das Beste ist. Jetzt Achtung gleich, kann ich, soll ich Max C verwenden? Danke. Du, ja, und Max C. Das beginnt wieder genauso wie letztes Mal. Nur, dass mir diese Karten gerade überhaupt nichts bringen. Hätte ich mal lieber doch als erstes gespielt. Ein Finsternismonster. Auch wenn mir das auch nichts bringt. Und weg ist es wieder. So, was kannst du? Nichts Besonderes. Blitzschirm schon wieder. Aktuell sollte er es nicht negieren können. Ja, kann das aktuell nicht negieren. Schon wieder so viele Karten. Mein ganzes Deck. So, als nächstes sollte sie ja verbannt werden. Oder auch nicht. Oh, das ist ja der Kerl, der... Auch nichts Besonderes, okay, doch nicht. Alter, 0 bis 10, das ist so eine Verarsche, ganz ehrlich. Okay. Dicker, Mann, Dicker, diese Karten! Auch nichts Besonderes. Mein Gott, was ist das für ein Deck? So, jetzt hör bitte auf, weil noch kannst du Blitzsturm nicht negieren, glaube ich, hoffe ich, denke ich. Aber ich habe jetzt nichts gelesen, was irgendwie mit Zauber negieren ist. Irgendwas anderes. Oh, hör doch mal auf jetzt! Bitte, auch nö, ist das ja wieder schon wieder? Ah ne, okay, das ist die Beschwörung negieren. Okay, das geht auch noch. Digga, guck mal, die Fallenkarte unten rechts, seht ihr das da unten, ganz unten rechts? Da ist doch eine Fallenkarte. Ich habe gleich wirklich mein ganzes Deck in der Hand, wenn das so weitergeht. Oh Mann! Bald noch. Ich hab bald schon fast die Hälfte, also ohne Witz jetzt. Jetzt hör doch mal bitte. Och, das gibt's doch nicht. Mach dir eine Max C Challenge. Will nämlich Deckouten. Ich glaube, das war der gefährlich, kann das sein? Was soll ich damit? Ey, den muss ich irgendwie loswerden. Der hat. Der ist Finsternis, perfekt. Und der ist auch Finsternis. Yes, ich kann Superpulli verwenden. Dann werde ich den los, aber dann kann ich Blitzsturm nicht mehr verwenden. Das ist ein bisschen blöd. Superpulli kann ja nicht negiert werden, glaube ich. Wer bist du? Hör auf! Nachdem sie den Heißigen beschworen haben, können sie mir besser die Spielzeuge andere Karten Effekte aktiviert werden und ihre Fernwerdung im Spielfeld annulliert. Ja, der Spielzug ist auf zum Glück vorbei schon. Dann ist auch. Okay, dann ist eindeutig der Weiße der gefährlichste. Ich kann mal so ein bisschen von meinen Fallenkarten loswerden. Digga, guck dir mal unten links, seht ihr das unten links? Da ist auch eine Monsterkarte, das ist ganz, ganz klein, das wird auf die ganz kleine Ecke hier. Blitzsturm? Superpulli kann ja nicht. Ja, kein Spiel kann auf Reaktion, ich sage blabla, okay. Superpulli kann nicht negiert werden, so oder so. Aber ist eigentlich doch ganz gut, wenn ich Blitzsturm mache, hab ich ja nichts, um Superpulli zu verwenden und so. Und auf diese Weise, ja, doch, Superpulli zu machen wäre cleverer. Muss ich Blitzsturm irgendwie aufbewahren. Sollte es ja nicht negieren können.
Genau. Ich habe eigentlich alle Fallenkarten, die ich brauche, deshalb kann ich Fallentrick ja wegmachen. Wenn man für das Ziel macht, dann zerstöre alle Zauberfallenkarten auf dem Feld. Ja, doch, der ist gefährlicher, doch. Den mache ich lieber weg. So, zack. Produktzerstörung, der kann ich den Rest auch mal ein bisschen setzen. Ja, okay. Was kann der jetzt noch groß machen? Der hat nicht mal eine Karte auf der Hand. Ah, die Spezialbeschwörung, richtig. Habe ich vergessen. Ja, ja, habe ich vergessen. Ja, egal, egal. Hat halt Material weniger. Ja, was soll's. Ja, war ein bisschen blöd von mir. Ich hätte ja auch angreifen können, nachdem die Mainphase 2 das machen können. Du kannst nur eine von den Bastelern. Wo spielst du nach nur einmal? Heißt das, das ist schon aufgebraucht? Weil ich hab's ja aktiviert und dann wurde es negiert. Das hat sich gereimt. Ich gehe kein Risiko ein, spare mir wieder Geburt noch auf. Das heißt, die Karte muss ich auch noch aufbewahren. Die Karte kann ich meinetwegen setzen. Ja, ich. Okay, ich mache noch ein feierliches Urteil. Okay. Ah, scheiße. Aber ich muss dann gleich so viele Karten abwerfen, merke ich gerade. Okay, dann. Ich werde gleich Max hier verlieren. Karten des Einklangs werfe ich weg und vielleicht noch irgendeine der fallenden Karten. Muss ich eine Menge abwerfen. 4 Karten, scheiße. Okay, Max C. Karten des Einklangs. Die Karte. Ach so, ich muss sie einzeln auswählen. Och, dieses Spiel ist manchmal gar nicht so scheiße. So, Max C weg. Dann Karten des. Nein. Karten des Einklangs. Ja, die kann weg. Ich mach mal den weg. Also ich bin wenigstens nicht direkt in Zug 3 gestorben diesmal, also okay, wird sich noch zeigen, es ist jetzt der dritte Zug, aber hoffentlich, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, diesen Zug überlebe ich wenigstens noch. Ich warte, bis er was Fettes beschwört, bevor ich feierliches Urteil mache. Ich glaube, ich habe jetzt in beiden Duellen bisher noch kein einziges Mal den Buster Klingenkämpfer beschworen, oder halt meinetwegen auch den anderen. Also den habe ich versucht, wurde er negiert dann. Ja, und dann bin ich gestorben. Genau. Ja, genau, das war's. Jetzt brauche ich den Harpien Federwisch. Okay, er hat gleich 2 sehr wertvolle Monster verbannt. Gut. Und jetzt ist das der mir nicht gefällt. Ey, wo ist meine Dingsy-Dings? Feierliches Urteil. Der ist Feuer. Naja, wieso gucke ich da überhaupt drauf? Ich habe meine Superpolier schon aufgebraucht. Ah, jetzt kann ich feierliches Urteil benutzen, die Baphomet. Och, nicht schon wieder. Kann ich jetzt bitte... Oh, ich hasse den. Und noch kommt er nicht an ihm vorbei. Noch hat er keine genug hohe ATK-Kraft. Wetten, gleich ändert sich das. Wer bist du? Ich lasse den erstmal. Bestimmt werde ich das später bereuen, aber fürs Erste lasse ich den. Und ich verstehe nicht ganz, was er vorhat. Er kommt immer noch nicht vorbei. Ich zugegeben zwar auch nicht, aber... Und ich habe doch immer den Blitzsturm und... Ja, der kann ihn mit dem negieren. Noch. Okay, der ist ein bisschen stärker. Jetzt kann ich feierliches Urteil verwenden, endlich. Okay, der muss sowas von weg. So, was soll er jetzt machen? Er hat keine Karten mehr auf der Hand. Aber wer weiß, wie schnell er das ändern kann. Ha! Ich habe ihn unterbrochen, yes! Blitzsturm nochmal. Ich glaube, ich werde eine Beine durch schwarzes Loch setzen. Dann mache ich jetzt das. So.
Nein, ich hätte den anderen nehmen sollen. Scheiße, das war doof. Egal. So, und jetzt? Oh, ist das stark. Ich liebe das. Und jetzt mache ich den. Jetzt hole ich meinen Fusionsmonster. Den epischen Ritter. So. Sagte ich Fusionsmonster? Ich meinte natürlich was anderes. Ich meinte natürlich nicht. Egal. Ich habe das ein bisschen falsch verstanden. Gerade weil ich doof bin. So. Kann ich hier machen? Kannst du deinen Verband beschwören? Ah, jetzt! So, jetzt Fusionsbeschwörung, bitte. Habe ich das doch richtig verstanden. Danke. Wärm, guck ich mal, wie viele Monster ich jetzt habe. Jetzt habe ich mal so viele Monster. So fühlt sich das an. Und jetzt werden die genau perfekt. Ey, ich glaube, ich habe das schon gewonnen. Oh, das ist so fies. Dann mache ich. Ja, dann habe ich gewonnen. Gut, das war's. Ich habe gewonnen. Jetzt werden die verbannt. Zack. Jo, das war's. Schon lustig. Das erste Duell lief so miserabel für mich. Ich wurde so pulverisiert im ersten Duell. Und jetzt habe ich gewonnen, im zweiten. Okay, episch. Es steht jetzt 1-1. Okay, Leute, das ist es. Das finale Duell. Es steht jetzt 1-1. Das heißt, wer dieses Duell gewinnt, gewinnt alles. 100 Mal Yu-Gi-Oh! Dieser Versager. Gegen den anscheinend doch ganz krassen Masking Task. Wer wird den Sieg heute nach Hause nehmen? Ich habe diesmal keinen Blitzsturm in meiner Hand. Obwohl ich Blitzsturm auch letztes Duell gar nicht verwendet habe. Aber Super Poly habe ich verwendet. Und jetzt, ich brauche Super Poly vielleicht auch. Aber halbiere deine LP. Was? LOL. Alles klar. Okay. Hat direkt nur noch 4000 LP. Ich habe jetzt auch keinen Max C, merke ich gerade. Das heißt, das wird jetzt ganz eng hier. Und er hat wieder diesen dunklen Vertrag. Jetzt habe ich ein bisschen Schiss. Ich weiß nicht. Das gefällt mir nicht so ganz. Regeki. Ja, okay. Regeki. Ja, gut. Vielleicht brauche ich dann doch kein schwarzes Loch. Vielleicht. Nur vielleicht. Okay. Aber da sieht man, wie mächtig Max C ist. Ich habe das letzte Duell dank meiner Fallenkarten zum Großteil auch gewonnen. Und die habe ich alle nur durch Max C bekommen. Oh, jetzt holt er sich wieder so viele Monster und ich weiß nicht, ob ich mich diesmal dagegen stemmen kann. Hey, ich hoffe so sehr, dieses epische finale Duell wird nicht so wie das... Wird nicht so wie das erste Duell, bei dem ich in der dritten Runde direkt komplett vernichtet wurde. Das wäre so anti-climactic. Aber andererseits, er hat ja nur noch die Hälfte seiner LP. Ein paar Treffer und der ist schon weg. Der ist nicht allzu gefährlich. Und 1000 Schaden, 3000. Und mit dem kriegt er ja noch 1000 Schaden in seiner Standby-Phase. Das heißt, theoretisch, ein Schlag vom Buster-Klingenkämpfer und das Duell wäre schon vorbei. Noch kann er Regeki nicht negieren, so wie ich das sehe, aber das ändert sich bestimmt gleich. Ja, das ist der Fiesling, der alles negieren kann. Und das meiste zumindest. Nee, Spezialbeschwörung. So, was denn die Spezialbeschwörung betrifft? Okay, dann doch nicht. Der ist ja doch noch nicht so gefährlich. Aber dieser Weiße, ey. Ich bin auch noch der Beste mit Namen, ey. Der Weiße. Der Schwarze. Ich meine, ich kann ja auch, wenn ich den Namen nicht weiß, kann ich die auch wenigstens nach ihrem Typ, also Monstertyp nennen. So, Sekunde. Ich will kurz lesen, ob er was negieren kann. Die Fallenkarte macht mir Angst, aber mal schauen. Deine Hand oder dein Friedhof befindet. Ist ja nicht so. Was machst du? In deiner Standpipe hast du 1000 Schaden. Das heißt, mit den beiden, theoretisch, würde er in der nächsten Runde 2000 Schaden erhalten. Das heißt, ich muss theoretisch nur noch 1000 Schaden ihm verursachen. Und die Karte, die lässt Kampfschaden ganz normal durch. Das heißt, wenn ich dadurch angreife, sollte ich in der nächsten Standby-Phase gewinnen. Im dritten Zug. Okay, sollte also nichts negieren können bezüglich Regeki. Wünsche mir Glück. Tatsächlich, gut.
Und ich habe sogar einen Buster gezogen, merke ich gerade. Da muss was passieren. Die Hand. Wenn ich jetzt nur noch einen Angriff mache und kriegt er mit diesen beiden auch mal 2000 Schaden, habe ich gewonnen. Theoretisch. Ah, Verteidigung. Oh, 3000 Verteidigung. Scheiße. Scheiße. Scheiße, das ruiniert gerade mich komplett. Warum? Mist, Mist, Mist. Also 2000 Schaden sollte er ja trotzdem kriegen. Ah, super, perfekt. Ah ne, in meinem Friedhof habe ich ja nicht. Glaube ich. Ja, ich kann nichts machen jetzt erstmal. Ja, ich kann gar nichts machen. Ach, Manno. Aber gut, 2000 Schaden kriegt er jetzt, so wie ich verstanden habe, trotzdem. Oder für den Pendel-Effekt, der irgendwas negiert. Ah, das negiert er jetzt selbst wahrscheinlich, kann das sein? Okay, gut, dann das negiert er, aber diesen Schaden sollte er erhalten. Einen Trick mache ich mal lieber. Man kann auch keine Fallen negieren, oder? Wieso kann er die Karte aktivieren? Das geht doch nichts. Oder bin ich doof? Oder habe ich was falsch verstanden? Nö. Okay. So, jetzt muss ich gut überlegen, welche Karte ich brauche. Prolog habe ich ja. Die Karte brauche ich nur, wenn ich den Fusionsdings da bereits kontrolliere. Das heißt, die Karte wäre eigentlich am klügsten. Ja, 1000 Schaden hat er erhalten. Und nochmal 1000 Schaden tatsächlich. Wenn ich es richtig verstanden habe und er mich in diesem Spielzug nicht killt, gewinne ich. Weil er dann im nächsten Zug ja wieder 1000 Schaden Minimum erhält. So wie ich verstanden habe, nur diesen Spielzug noch überleben. Und ich habe Prolog auf meiner Seite. Komm schon, das lässt sich doch irgendwie schaffen. Oh, das wird ja spannend, ey. Aber gut, ich habe 8000 Leben. Komm schon, das muss man schaffen können. Ich will wenigstens diesen Zug überleben. Dann muss ich, also will ich wirklich, weil dann habe ich ja gewonnen, wenn ich den überlebe. Oh, scheiße. Scheiße. Jetzt habe ich verloren. Mist. Mist. So knapp. Mist. Jetzt bekommt er ja 2000 hinzu. Nächste Runde. Mann, nu. Ist das der normale oder der fiese? Scheiße, das ist der fiese. Das heißt, er sei ihn gerade beschworen. Ach Manno, da hätte ich das ja vorher machen sollen. Verdammt. Wie viel Schaden ist das jetzt schon? Der wird bestimmt gleich noch mehr machen. Ja, da hat er gewonnen, wenn er mich mit all diesen angreift. Scheiße, die Karte wird jetzt negieren. So eine Kacke. Wenn ich das vorher gemacht hätte, dann wäre das ganz anders jetzt. Ich hätte es viel früher aktivieren sollen. Ja, ich kann die Karte nicht aktivieren. Ich kann nur noch Prolog aktivieren. Und das wird von dem negiert. Es sei denn, er benutzt ihn gleich irgendwie als Fusionsmaterial oder so. Oder Synchromaterial, um den Weißen zu holen. Komm, hol den Weißen. Denk nicht dran, dass du eigentlich schon gewonnen hast mit all dieser ATK. Ignoriere das einfach mal kurz. Und hol dir den Weißen. Vielleicht habe ich ja eine Myroforce darunter. Und also zwei Myroforces. Zwei könnte er nicht negieren. Nur den ersten. Ich mag das nicht so, wenn Spieler, die eindeutig genug ATK-Kraft haben, um zu gewinnen und sehen, dass der andere Spieler keine Bedrohung mehr darstellt. Warum machen die dann immer noch weiter? Greif mich doch einfach an, beende doch mein Leiden einfach. Ich zieh das nicht unnötig in die Länge, das bringt doch keinem was. So, da ist der Weiße. Das heißt, ja, ich habe verloren. Das war's. Ach Manno, schon wieder im dritten fucking Zug. Schon wieder wurde mit mir der Boden im dritten Zug aufgewischt. Was? Und das ist nicht cool. Aber na gut, man kann nicht immer gewinnen. Die zweite Runde habe ich wenigstens gewonnen. Also eine gewisse Win-Rate habe ich ja. Zwar keine gute, nicht die über 50% geht, aber auch nicht 0%. Das ist immer noch mehr, als ich Punkte in der Abschlussprüfung erreicht habe. Und nein, das war kein Witz, das ist leider die Wahrheit. Ich glaube, ich aktiviere ihn einfach so zum Spaß. Ich weiß, der wird es gleich negieren, aber... Na ja, komm, einfach so. Wenn er es in die Länge zieht, zieh ich es auch unnötig in die Länge. Ja, da ist eine Negierung. Und dann kannst du gleich nochmal mit dem Weißen negieren. Aber die Karten sind auch jetzt trotzdem auf den Friedhof gelangt, ne? Das heißt, ich habe doch jetzt... Nee, das bringt mir auch nichts. Ja, das bringt mir nichts.
Ja, bringt mir rein gar nichts. Ah, schade, das wäre so cool gewesen, aber nein. Schon wieder bin ich in der dritten Runde aufgewischt worden. Das wäre so schön gewesen, so einfach so zum Ärgern, zum... Die Länge ziehen bringt rein gar nichts, weil ich ja keine Zerstörungsschwerter kontrolliere. Aber wenn ich Max C hätte, dann wäre die Sache bestimmt anders gelaufen. Der hat ja zwei Finsternismonster, ja. Das heißt, wenn ich Super Poly hätte, dann hätte ich wieder diesen... Dann hätte ich wieder den Fusionsdrachen, den Gift, wenn um Dingsbums holen können. Ach, schade. Ach, schade. Das ist jetzt genauso eingetreten, wie ich das vorher gesagt habe. Anticlimactic. Okay, das waren die Duelle gegen diesen Zuschauer. Ich weiß nicht. Fans habe ich ja keine. Also ich meine, wer schaut sich schon meinen Kanal an, weil er meine wunderschöne Stimme hören will oder meinen epischen Skill sehen will? Wer macht das schon? Also nochmal, wie gesagt, das waren die Duelle gegen Masking Task. Hat einen eigenen YouTube-Kanal, verlinke ich auch mal in der Videobox, unbedingt mal besuchen. War schön, mein erstes, ich sag mal, Special-Duell. Hoffentlich kriegen wir in der Zukunft mehr. Das betrifft auch euch Zuschauer, also falls ihr auch mich mal besiegen wollt, so wie er hier gerade, dann... Schreibt in den Kommentaren oder auf Instagram oder sonst wo. Und ich spiele sehr gerne mit euch. Ich meine, Masking Task hier hat mich auch einfach angeschrieben auf Instagram. Und jetzt sind wir hier. Deshalb, also, wer Bock hat, einfach anschreiben, dann können wir sowas auch gerne machen. Jo, also dann bedanke ich mich bei ihm. Und das waren die Duelle für heute. Okay, kommen wir zum zweiten Teil dieses Videos. Wir machen wieder ein Unboxing. Schon seit Ewigkeiten. Okay, kommen wir zum dritten Teil des Videos. Wir machen kein Unboxing. Und starten stattdessen das Spiel neu. Also, wie gesagt, schon Ewigkeiten her, wo wir ein Unboxing dieser Art gemacht haben. Ich weiß, ihr habt in der letzten Folge eins gemacht, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ist das nicht diese Sushi-Dinger? Ja, ne? Ich liebe die Artworks. Ich liebe die Artworks so sehr. Einfach diese Sushi-Schiffe und keine Ahnung was. Das ist auch... Naja, also es gibt auch kreativere, aber das ist auch ganz nett. Das habe ich versehentlich gedrückt, aber okay. Alles Schrott. Alles Schrott. Jo, und so schnell war es mit dem zweiten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst ein Like und ein Abo da und kommentiert mal, wenn ihr auch Teil eines Videos werden wollt. Sorry, falls die Mikroqualität scheiße ist. Mein altes Mikro, was ich immer benutzt habe, ist kaputt gegangen. Und jetzt muss ich mein billiges Ersatzmikro nehmen. Bis zur nächsten Folge und tschüss.